Nach monatelanger Vorarbeit wird auf dem Flughafen Hildesheim die Messsonde der Forscher für ihren Einsatz vorbereitet. Ein 50 Meter langes Seil verbindet das 300 Kilogramm schwere Hightech-Gerät mit einem Sikorsky-Transporthubschrauber. In dieser Woche muss der Stabilisator der Sonde wegen des Wetters verändert werden. Aufgrund der relativ starken Windgeschwindigkeiten, die wir im Harz haben, müssen wir die etwas modifizieren. Das macht man, indem man diese einzelnen Persennings hinzufügt oder wegnimmt, um eine möglichst stabile Fluglage zu gewährleisten. Seit fast 10 Jahren entwickelt ein Team aus mehreren Forschungseinrichtungen und Universitäten die neue geologische Erkundungstechnik. Mittlerweile ist die Messtechnik so gut, dass Bergbaufirmen das Know-how nutzen wollen. Wir entwickeln diese Methode ja seit 2015 schon und haben in der Zeit mehrere Verbesserungen an den Messsonden vorgenommen, was das Signal-zu-Rausch-Verhältnis angeht. Das heißt, wir haben bessere Signale jetzt im Vergleich zum Rauschen. Ein Testflug dauert rund 2 Stunden. Der Pilot muss sich dafür exakt an ein vorher festgelegtes Raster halten. Die Messungen im Harz sollen zeigen, wie genau die elektromagnetischen Signale die Lage von Erzen tief in der Erde abbilden. Ich bezweifle, dass es hier bei der dichten Besiedlung noch Bergbau geben wird. Das ist für uns eigentlich das perfekte Testobjekt. In der Nähe unserer Institutionen können wir hier uns ausprobieren, haben wir das große Beispiel, den ganzen Oberhart, wo wir das auch demonstrieren können in Industriemaßstab. Und deswegen gehen wir hierher. Bergbau wird dann vielleicht eher in den anderen Regionen betrieben, wo wir unterwegs sind, also Spanien, Schweden, Namibia. Strom mit 12 Ampere und rund 1200 Volt leiten die Forscher in die Tiefen der Erde. Weil die verschiedenen Gesteins- und Erzschichten im Untergrund den Strom unterschiedlich gut leiten, können die Wissenschaftler anhand der magnetischen Signale ein Modell erstellen, in denen Erz-, Wasser- und Tonschichten erkennbar sind. Das Leibniz-Institut für angewandte Geowissenschaften erprobt auch Messmethoden, für die kein Hubschrauber mehr nötig ist. An Stellen, die besonders interessant sind, werden wir auch Drohnenbefliegung machen oder in Gebieten oder Gegenden, wo man mit dem Hubschrauber einfach nicht fliegen darf oder kann, kommt dann die Drohne zum Einsatz. Die ist natürlich ein bisschen langsamer, kann aber im Prinzip bessere Detailauflösung bieten. Nach der ersten Auswertung der im Harz gesammelten Daten gibt es inzwischen Hinweise auf Erzvorkommen in bislang kaum erforschten Schichten. Die elektromagnetische Erkundung ist für Bergbaufirmen eine wichtige Ergänzung zur seismischen Erforschung der Erdkruste, um neue Lagerstätten zu erschließen. Die Methode, die wir hier einsetzen, die wir entwickelt haben, hat eben das Potenzial, bis in große Tiefen hineinzuwirken und dementsprechend auch nutzbare Daten zu generieren. Also es sind dann Tiefenlagen von 1000 Meter, 1500 Meter bei günstigen Bedingungen und der Geländeoberfläche. Das ist meines Wissens von keinem anderen System derzeit leistbar. Die Technik ist ausreichend entwickelt und erprobt, sagen die Wissenschaftler. In Spanien und Schweden soll mit der neuen Methode in den nächsten Jahren nach begehrten Rohstoffen gesucht werden.